Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du dabei bist. Heute geht es weiter im Manipulationslösungszyklus und zwar mit einem spannenden Thema, nämlich dem Lösen sexueller Manipulation. Da geht es jetzt nicht unbedingt in erster Linie um Sexualität oder Sex, sondern es geht um das Auffinden von Manipulationsenergien. Und jeder von uns hat natürlich diesen Anteil, diesen sexuellen Anteil, teilweise Wurzelchakra, Nabelchakra ist ja so vom am Schwingungsspektrum drauf. Und das ist eine sehr intensive Stelle, sage ich jetzt mal, wenn es um Manipulationen geht. Weil es geht ja bei Manipulation darum, also von der Definition her, dass ich sage, da bin ich wo dabei, was nicht mir entspricht. Ich lebe da womöglich Programme, die nicht mir entsprechen. Ich mache Sachen oder habe Gefühle, die gar nicht so zu mir gehören oder die ich irgendwo aufgeschnappt habe. Und darum ist es auch gut, auf dieser Ebene einfach mal da Klarheit zu schaffen. Und wir werden das auf zwei Ebenen machen. Auf der einen Ebene mal das, wo du selber manipuliert wirst und dann, wo du vielleicht selber als Manipulatorin, als Manipulator tätig wirst. Das weiß man oft gar nicht so bewusst, weil das so Mechanismen sind, die sich eingeschlichen haben. Aber dem werden wir heute so ein bisschen auf die Spur kommen. Gut, dann wünsche ich dir viel Spaß und eine schöne meditative Reise. Du kannst jetzt mal die Augen schließen und tief ein- und ausatmen. Und einfach mal zur Ruhe kommen. Deine Beine werden schwer. Angenehm schwer. Deine Arme werden schwer. Angenehm schwer. Dein ganzer Körper entspannt sich und wird immer ruhiger und ruhiger. Jedes Nebengeräusch, das du noch hörst, bringt dich immer tiefer und tiefer in die Entspannung. Du beginnst deine heutige Reise mit dem Bild eines herrlichen Sonnenuntergangs. Es ist so eine Stimmung, wo alle Wolken, wo der Himmel so rosa erscheint und wo alles friedlich ist. Der Tag neigt sich dem Ende zu und du tauchst ganz in diese prächtige Frequenz ein. Diesen rosaroten Himmel. Und genießt auch die Ruhe um dich herum. Vor dir liegt die Weite des Horizonts und auch zu deiner linken und deiner rechten Seite ist unendlich viel Raum und auch hinter dir ist unendlich viel Raum. Du bist inmitten einer unendlichen Weite, vor dir, hinter dir, zu deiner Rechten, zu deiner Linken, ober dir und unter dir. Diese Weite, dieser Freiraum definiert
deinen Platz auf Erden. Und es geht jetzt darum, in diesem unendlichen Raum Spuren zu finden. Und zwar die Spuren von Manipulationsenergien. Vor allem auf der Höhe des Nabelchakras und des Wurzelchakras. Das sind sogenannte sexuelle Manipulationsenergien. Und du gibst jetzt diese Information mal rein, du suchst bewusst nach sexuellen Manipulationsenergien in deinem Energiefeld. Und du wirst eine Resonanz spüren. Vielleicht fallen dir konkrete Personen ein, vielleicht tauchen vor deinem inneren Auge Gesichter auf. Vielleicht ist es auch nur das Gefühl, dass dieser unendliche Raum eingeengt ist. Egal, was du wahrnimmst, wir beginnen jetzt, diese Energien zu lösen. Sprich in deinem Inneren, ich bitte nun um Lösung der sexuellen Manipulationsenergien, die in meinem Feld wirken. Ich bitte um die Lösung der sexuellen Manipulationsenergien, die in meinem Feld wirken. Du hast diese Information jetzt aktiviert. Und du spürst, wie diese Energien transformiert werden. Sie werden gereinigt und lösen sich aus deinem Feld. Lass diesen Fluss jetzt einfach zu. Beobachte, was du wahrnimmst. Beobachte die Veränderung, die du jetzt aktiviert hast. Sehr gut. Und nun atmest du einmal tief ein und wieder aus. Erlaubst dieser Reinigung, dass sie weiterläuft. Und stellst dir nun die Frage, was hat mich anfällig für diese Energie gemacht? Was hat mich anfällig für diese Manipulationsenergien gemacht? Und fühl einfach wieder rein bei dir. Also, was hat mich anfällig für diese Energien gemacht? Und nimm einfach mal wahr, was da bei dir hochkommt. Das kann der Wunsch nach Frieden sein, nach Geborgenheit, irgendeine Sehnsucht, die du in dir trägst. Vielleicht fallen dir auch Farben ein oder gewisse Gefühle kommen hoch.
Das ist völlig okay. Nimm einfach mal wahr, was hat dich dieser Manipulation gegenüber geöffnet? Was war das für eine Energie? Und nun bitte darum, dass diese Aspekte bei dir in Heilung gehen, die diese Manipulation ermöglicht haben. Vielleicht fließt tiefer Frieden in dich ein, eine tiefe Heilung, was auch immer es ist. Lass es einfach mal einfließen. Dein höchstes Licht stellt genau die Heilfrequenzen zur Verfügung, die du gerade benötigst. Sodass du nicht mehr offen für sexuelle Manipulation bist. Vielleicht ist es auch so, dass du selber früher mal manipuliert hast auf dieser Ebene, bewusst oder unbewusst, und dass deshalb diese Energie an dir haftet. Und so werden auch alle Aspekte transformiert, wo du selber manipulativ bist, ob bewusst oder unbewusst. Das darf jetzt mal in die Heilung gehen, in die Transformation gehen. Und anstatt der Manipulation, die immer ein Zeichen von Unsicherheit und Schwäche ist, kommt nun Klarheit, Eigenverantwortung und Stärke zu dir. Deine Würde wird regeneriert. Und du kommst in deine Erwachsenenenergie und deine Eigenverantwortung und Stabilität. Erlaube dir, dass diese Frequenzen in dich einfließen, die du benötigst. Und spüre jetzt, wie eine Klarheit und eine tiefe Struktur in dir gebildet wird. Das ist deine Sicherheit, deine Klarheit, deine Stabilität. Erlaube dir nun auch, Neid und Missgunst aus deinem Feld zu lösen. Neid und Missgunst.
und zwar die dir gegenüber aufgebracht wird. Nicht dein Neid, deine Missgunst, sondern Neid und Missgunst, die dir begegnet. Und spür mal ganz bewusst die Hemmung, die von diesen Energien ausgeht, von Neid und von Missgunst. Und erlaube dir nun, diese Frequenzen zu lösen und auch die Gehemmtheit zu lösen. Spüre, wie dein Herzraum, dein Brustraum freier wird, wie eine tiefe Eigenliebe durch dich hindurchfließen kann, von deinem Brustraum bis zum Nabelchakra, Wurzelchakra. Und dort, wo du Neid und Missgunst zugelassen hast, kommt nun eine klare Grenze und Durchsetzungskraft hinein. Diese Energien verschwinden jetzt aus deinem System. Du spürst, wie deine Kraft aus deinem Wurzelchakra aktiviert wird, wie eine klare Abgrenzung in dir entsteht und wie alle Neiderinnen und Neider aus deinem Leben verschwinden. Atme einmal tief ein und wieder aus. Und sprich nun in Gedanken mit: Ich bitte um die Klarheit, mich nicht zu verausgaben. Meine Eigenverantwortung, meine Würde, meine Kraft, meine Klarheit auf allen Ebenen zu leben. Ich bitte um die Kraft und die Klarheit und den Mut, das mir und meinem höheren Selbst entsprechende Leben zu manifestieren. Mich zu 100% zu entfalten, ohne dass ich dabei geschwächt werde. Ich bitte um die Kraft, die Klarheit, die Offenheit und das innere Bewusstsein, dass ich in meiner Würde und Stabilität unberührbar bin und nicht von umgebenden Energien beschmutzt werden kann oder manipuliert werden kann.
Spüre jetzt, wie dein höheres Selbst durch deinen Körper hindurchfließt. Spüre auch die unendliche Weite vor dir, hinter dir, zu deiner Rechten, zu deiner Linken. Und auf der Ebene, wo du aus einer Schwäche heraus, die kann auch unbewusst sein, manipuliert hast oder noch manipulierst, darf sich nun nochmal dieses Muster lösen. Ich bitte um die Klarheit, all meine eigenen Manipulationsenergien zu erkennen und dass diese auch gelöst werden. Erlaube nun, dass diese Lösungsenergie durch dich hindurchfließt. Spür einfach mal, was sich da bei dir tut. Spüre, wie du innerlich wächst, wie immer mehr Power durch dich hindurchfließt, wie dein Feld feiner wird, klarer. Dass du das Manipulationsspiel, egal mit wem du spielst, ob mit Frauen oder Männern oder im Familienverbund auch, dass sich dieses Spiel jetzt löst. Du hörst jetzt auf, dieses Spiel zu spielen und kommst in deine Eigenverantwortung, deine positive Durchsetzungskraft und Klarheit. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Und spür mal, wie du immer kraftvoller und klarer wirst, wie du dich innerlich aufrichtest. Und die Unendlichkeit, deine unendlichen Möglichkeiten, deine unendliche Energie umarmen kannst. Und du spürst jetzt, dass während du gearbeitet hast, dieser wunderbare Sonnenuntergang einer prächtigen Nacht gewichen ist, einem tiefvioletten Sternenhimmel mit unzähligen Sternen über dir. Du spürst die Zentriertheit,
die Ruhe und das Vertrauen in diesem herrlichen Universum zu existieren. Du spürst das unendliche Licht in dir und du spürst, dass du frei bist von jeglichen Manipulationsenergien. Bedanke dich jetzt bei deinem inneren Licht, deinen geistigen Helfern und Führern für die Unterstützung während dieser Reise. Atme noch einmal tief ein und wieder aus. Und dann streck dich durch. Beweg deine Arme, Beine. Komm in deinem Tempo wieder ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Fühle nochmal nach. Und dann öffnest du deine Augen, kommst ganz ins Hier und Jetzt zurück. Kannst dich an alle Eindrücke dieser Reise erinnern. Streck dich nochmal durch und lass dir etwas Zeit. Das war jetzt eine sehr, sehr kraftvolle Meditation, eine sehr tiefgehende Reise. Das Lösen von Manipulationsenergien ist natürlich immer so ein intensiverer Prozess und du schau einfach mal, was du wahrnehmen kannst, was sich getan hat bei dir. Ich freue mich natürlich auch auf deine Erfahrungen. Schreib es mir einfach in die Kommentare rein. Lass mir einen Daumen hoch da, abonniere bitte meinen Kanal, das bringt mich wirklich weiter. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Dein Oliver Ereni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz. Danke, bis nächstes Mal. Tschüss.